Hey, there he is! Mr. Conservative! Man, what the fuck are we doing here? Nothing. Okay, a little something that's gonna help me get some tail from those Midwestern ladies that I get to meet online. Let's pretend for a second that you're not so much of a pussy, and vamos, as my cleaning lady would say. Just to be clear, I'm not racist. I meant that ironically. I have a black friend, and I didn't even really notice that you were black, or whatever your people call it. Get the fuck out of here! All right, let's go. Let's roll! Let's roll where? Catch you on the flip side, buddy! Yo, you see that? Half the airport's on the Dominator's payroll today. I didn't bring my idiot translator. What the fuck are you talking about? You're driving that hunk of metal and gasoline out of a cargo plane. I'm doing fucking what? We're spirit brothers, homie. Two sides, one coin. You can't bail on me now. Man, I must be crazier than you are. Yeah, we got liftoff. As soon as we hit a suitably stupid altitude, we'll kamikaze this shit into next week. Am I right? Come on, high five! Hell nah, man. Shit, I don't want you to be the last person I touch. Okay, air five then. Parachute? Check. ATV? Check. Big pair of balls? Check. Okay, this is happening. Come on! Guys. Ja, ich versuch. Ja. Ja, ich mach mal so, Alter, mit Kotzübel. Muss ich jetzt da durch? Oder ist das Landezone? Warte mal. Gott, warte mal, warte mal. Was ist Landezone? You're getting a real hit with the ladies, homie. Dude, you have no idea. You should see me online, like flies on a turd, bro. Man, you said it, not me. Ich will mal ein bisschen sanfter landen, weil nicht, dass wenn ich lande, dann auf einmal. Ja, oh Gott. Warte. Oh, oh. Au. Scheiß Sau. Ja, gut. Au. You feel that? Lightning bolt. Zap! You're alive. You know how it feels. Man, I know how it feels to ride an ATV out of a damn airplane. Man, how much that shit cost you per second? It's relative, bro. How long did it take me to earn the bills? Listen, you go out walking amongst the drones. I'll be on top of the Maze Bank building with the higher beings. Dominator out. Toll. Ich wäre jetzt voll davon ausgegangen, dass wir jetzt mit dem Ding da noch weiterfahren. Weil das habe ich ja auch gesehen gehabt. Aber so wie es aussieht. Tja, würde ich mal sagen, wenn wir zu Dings rüber switchen, wa? Und wir gehen. Okay, ja, stellen wir nur darum. War hier nicht irgendwo von wegen, dass wir was überfallen konnten? Was zum Fick ist denn Minuteman? Oh, er hat aber nicht wieder seine Rotzmucke an, oder? Warte. Nee, natürlich. Also gut, das, was ich jetzt gerade gehört habe, schien zu gehen. Aber es wäre halt schön, wenn das Spiel das mal speichert, dass ich das vielleicht nicht so gerne hören möchte. Aber war da nicht noch dieses Überfallsymbol, wo wir sowieso noch irgendwas für irgendwas brauchen? Das war doch hier auch irgendwo in der Ecke. Weil es würde heißen, dass wir dann langsam doch in den großen Kuschen reingehen.
In der Hoffnung, dass der sich nichts wieder zusätzlich und ich nicht irgendwo wieder ein scheiß Fahrzeug abstellen muss, was da irgendwo in der Walachei ist und ich dann nicht weiterkomme. Hatten wir ja nicht schon mal, ne? Oh, warte, Vorsicht, Vorsicht, hoppala. Okay, hier doch geradeaus weiterfahren können. Ja, ja. Was heißt denn Minuteman? Warum hört sich das wieder so nach Explosion an? Das kann auch wieder nichts Gutes sein. Mal gucken. Außerdem, was kann es großartig... Also, ich habe den Plan ehrlich gesagt schon wieder vergessen, den wir geschmiedet haben. Was werden wir wohl großartig brauchen, um so eine Hinterwäldlerbank da leer zu machen? Kann doch gar nicht so viel sein eigentlich. Nee. Oh Gott. Warte. Ja, da ist das. Warte mal, wo ist denn das? Ich hab's doch gerade eben auf der. Ah, okay, oh Gott. Ja, gut. Können wir was später machen? Ja, ich hätte hier vielleicht mit dem. Mann, alter Trevor, alter. Okay, mal zählen hier. So, darf ich jetzt hier endlich mal auf die Straße? Danke. Ja gut, ich hätte die vielleicht mitnehmen können. Das Problem ist bloß, dann hätte ich wieder, was die sich wohin fahren müssen. Und was mir das gemacht hätte, I don't know. Ja, ich weiß. Ja, lass mal wissen, was das hier ist. Hä? Oh lol, sag mir nicht, ich muss erst das hier machen? Also ja, da war ein M gewesen, aber... Ja, da müsste er jetzt durch. Alter! Oh, weg jetzt hier mit der Scheiße. So. Da müsste er jetzt durch. Sorry, ist aber so. Das werde ich sowieso wieder nicht vernünftig hinkriegen. Auch wenn er eine Weste hat, aber... Mal gucken, wie war das gewesen. So, okay. Ja, ich muss ja bloß den Fahrer mehr oder weniger kalt machen. Aber mit dem Zeug dann flüchten. Vorsehen, ich habe gesagt vorsehen. Jetzt ist er wieder weg. Also ich muss, ich nehme mal einfach an, ich muss den Konvoi vorher machen. Ich soll vielleicht noch ein bisschen auf die Straße achten. Nur ein bisschen. So eine, wow. Ja, ja. Problem ist ja, der wird ja bestimmt auch weitergefahren sein, ne? Das ist ja gar nicht mehr bei meiner Markierung, wo er eigentlich war. Oder? Oh, der kommt jetzt sogar entgegen. Ja, okay, dann müsste das ja eigentlich hier sein, ne? Ja, da ist er ja. Vielleicht reicht es auch einfach bloß, die Straße zu versperren. Oh ne, jetzt geht mir aber keiner auf den Sack, oder? Als ob das so einfach geht. Okay, gut, wenn sie mich verfolgen, dann ist scheiße, aber... Ich hätte nicht gedacht, dass er so einfach ist. Weil ich... Ja, vielleicht... Sowas ähnliches hatte ich ja bei Metal Gear. Hatte ich jetzt im Kopf gehabt, vielleicht Straße versperren, sie irgendwo hin sneaken und dann... Sneaken, hm. Sich irgendwo hinballern und dann, jo. Passt das schon. Vielleicht mit der Sniper irgendwie den Fahrer ausschalten, wenn die da eh schon stehen. Ah, shit. Oder? Ich weiß nicht, ob die... Treffen die mich?
Aber wahrscheinlich heißt es dann so bla, schüttel ab, ne? Habe ich irgendwas Schönes? Klar habe ich was Schönes. So, warte mal. Was ist er denn? Der Penner kommt hier nicht hier lang, oder? Hä? Was ein Sack? Ach, da oben! Warte, der andere kommt gleich um die Ecke. Ja, ich hab dich gesehen, Kollege. Der andere müsste von da hinten irgendwo kommen. Oder er geht auch hoch. Das kann auch sein. Wo ist denn der jetzt? Typ. Was denn du, Alter? Ach, da! Okay, das war dann... Okay, das war einfach, wie ich dachte. Meteorausrüstung war beschafft. Juhu. Super. Also, Karre besorgen und wieder dahin zurück. Aber es geht. Es ist nicht weit. Was ist das, Minuteman? Lester the Molester, Bro. We got ourselves some military hardware. It's parked out back in my office. All right. We might be ready to move on this thing. Meet me up in the lab. Oder ist das... Nee, für Michael wird das ja nicht sein, ne? Also ich fahre noch mal hin. Wenn nicht, können wir ja noch mal auf Dings wechseln. Vielleicht hat der noch irgendwie... Ich will halt die ganzen Nebenmissionen, wenn es geht, vor so einem... vor so einen Aufgaben vernünftig machen. Und ich glaube, ich sollte jedem auf jeden Fall nochmal eine Weste spendieren. Wir gucken erstmal. Ich glaube, also. Aber es wird mir ja nicht umsonst mit ihm angezeigt. Also es sollte schon mit ihm gehen. Ich dachte erst, wie gesagt, im ersten Moment, okay, vielleicht Michael? Wegen M? Aber das wird er eher für mich. Alter, du willst mich verarschen, oder ist das schon wieder so? Ja, das vordere Rad blockiert schon wieder, Alter. Also man kann auch fahren, man kann wunderbar lenken. Die blockieren anscheinend beide. Ist da jetzt nicht dein Scheiß Ernst? Ist jetzt abgerissen? Nee, war ein Platten. Ich meine, wir kommen langsam aber sicher näher, ne? So ist nicht. Fährt das Vorderrad überhaupt? Ja, doch, ein bisschen. Das war nämlich genau die gleiche Scheiße gewesen, die ich vorhin hatte. Aber da jetzt ja keiner mal irgendwie, ne? Müssen wir da jetzt durch. Wir ziehen durch. Natürlich scheiße, weil wir das Berg hoch müssen und das geht nicht mehr. Obwohl, das ist ein anderes Auto, aber da komme ich nicht mal hinterher. Kann ich ihn versuchen, uns zu überholen? Ach ja, mit Platten fahre ich am liebsten. Und dann fahren wir wegs nochmal vorschriftsmäßig. Oh Junge. War wahrscheinlich immer noch wirklich zu schnell, wenn der da die richtige Geschwindigkeit hat. So, aber es muss noch ein halber Kilometer, wir sind gleich da. Nein! Ich wollte gerade sagen, nimm die Karre, die da liegt. So, tschüssen. Da wird es ein klein bisschen schneller gehen. So, aber was heißt denn Minuteman? Oder ist das wirklich... Bin ich zur falschen Zeit da irgendwie?
Oder war das doch, weil ich im Auto saß? Der doch im Auto saß. Warte mal, sind das nicht wieder gewisse Herrschaften? You? What are you idiots up to, huh? Миссис, это сейчас часть Америки. Это предназначено судьбою. Гордая страна, которая может совершить геноцид и назвать это волею Божьей. Fella can't speak two words of English, but he knows this is the best country. Jesus. Hey. Hey, what's that? Illegals ruining the place. Come on. Come on, let's go. Let's go. Get in. Rachen. Ja, natürlich. Aber die Karre stand doch vorhin noch nicht da, oder? Vielleicht war ich zu früh da. Oh, toll. Hätte ich gleich wegschoten können. You spout all this hippie nonsense, but I know you're a patriot, Trevor. I can just tell by looking at you. We had our eye on this fella for a while. Illegal farming, bartering of goods, deep into a shadow economy. Okay, get me in close so I can incapacitate him humanely. Oh. Ich weiß jetzt nicht, ob das richtig war. Hey, Civil Border Patrol, keep your hands where I can see them. This is a citizen's arrest. Ja, hab ich doch mal Glück gehabt, oder? Und nu? Naja, ich warte. Ach so. Hey, hätte doch gleich hinten. Okay. Now head for the cement factory. We got reports of more illegals working over there. Warum zur Zementfabrik? This is a kidnapping. This is time for you to go home to Mexico, sir. What are you talking about? This is my home. I have my papers right here. Oh yeah? Well, let me see that. Und? Oops. Из рук выскочили. You won't get away with this. I report you. You want to report me? Are you sure this old man's a threat to American freedom? Sure as I've ever been about anything. Jesus, you're a real fuckwit. Was wollen wir bei einer Betonfabrik? There on the bike. Step on it, Trevor. Entschuldigung. Musste schnell gehen. Haven't you got anything better to do? What, than protect our country? No. We're just stepping in where the government has failed. I'm a big supporter of President Lauten, but he's gone soft on the key issue. Oops. Oh what? Shit. Oder? Everyone's so damn worried about the Hispanic vote these days. Also ich hoffe, das zählt jetzt nicht von wegen, ich habe den verloren. Ich weiß auch nicht, ob ich den kalt machen muss, dann muss ich nochmal zurückfahren. Aber ich will ihn erstmal... Mann, Alter! Ich will ihn hier nicht verlieren. Was ist denn der jetzt? Der ist irgendwo da hinten. Ich hoffe, mein scheiß Stern geht gleich weg, weil die Bullen, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Oh, guck mal, ob ich ihn hier... Da ist er. Ich hätte die anderen wahrscheinlich killen müssen, ne? Alter. Wir haben gleich. Okay, dann doch nicht killen. Hä, warum habe ich jetzt zwei Sterne, Mann? Alter, mach hin, Mann! Das meine ich, die Bullen können uns doch... Steig endlich ein, du Arschkick! Entschuldigung. Aber Junge! Okay, super, warte mal, sammeln den Verdächtigen auf. Na toll.
Oh, Mann! So, jetzt. You've outstayed your generous welcome offer to you by these here United States. Vielleicht kriegen wir das ohne Pain Spray hin, aber anscheinend eher nicht so, weil die mich jetzt gerade wieder haben. Leck mich fett, Alter. I'm not saying you can't come here for a vacation. You know, I went to Mexico once. I hated it, but I didn't try to stay there and infiltrate society and subvert the local culture. I wonder, do you have a lot of success with women? Was ist denn der jetzt hier? Mach hin, Alter! Also noch sehen sie mich nicht, das ist gut, aber trotzdem. Obwohl mich die Storyline eher so ein bisschen an... Oh Gott, wie hieß denn das? Territory Senate? Ist ein... Kann ich nicht unbedingt weiterempfehlen, den Film. Also... Ist schon sehr... Teilweise schmerzlich anzugucken, weil es halt doch irgendwie ein halber Folterfilm ist, aber von dem, was die da machen, nicht wirklich weit entfernt. Good work, everyone. Thanks for the help, Trevor. You're a fine patriot. We'll take it from here. Ja, warte, ich will erstmal wohin, wo ich auch ein Fahrzeug haben kann. Warte. Come on, we need to get these three to the authorities. Okay. War nur für euch selber. Can I just get left here? We made Uncle Sam proud today. Ich wollte gerade sagen, vielleicht steck mich mal hier. Ja, toll. Lass mich rein, muss warten, ein bisschen weggefahren sind. Das kann noch ein Weilchen dauern. Tschüssi. Toll. Hat ja super funktioniert. Okay, der Plan. Die Sache ist, haben wir hier irgendwo ein Ammunition? Jo. Weil... Dafür werde ich mit Sicherheit Dings brauchen. Und wenn ich das mit jedem machen muss, oder ich werde es mal vorsichtshalber mit jedem machen, kann das gut sein, dass wir in der Folge gar nicht weiter machen. Aber vielleicht auch gar nicht so schlimm, weil wenn der Plan doch etwas länger dauern sollte, dann können wir das in einer Folge machen. Falls das noch ein bisschen weiter darüber hinausgeht. Ist ja auch nicht so schlimm. Aber dann würde ich sagen, werde ich... Ah, look at that. You gotta love rural America. Ich lasse die mal machen, wa? Das war jetzt aber nicht zufälligerweise irgendwie die Bank oder so, wo wir hin wollen. Oder? Alter. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Achso, dass wir das noch machen. Und da die Mission ja vielleicht noch ein bisschen länger gehen könnte, dass man nicht dann wieder Überlänge macht. Ich kann mich noch dran erinnern, bei der letzten war es glaube ich, eine 50-Minuten-Folge. Kann auch sein, dass das alles ganz schnell von der Hand geht, aber ich weiß es halt vorher nicht. Deswegen mal gucken. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lass mich doch einfach zu dem scheiß Ammunition. Okay. Gott sei Dank hat er überhaupt noch offen. Na, ah, doch nicht in die Klamottenladen, Junge. Was ist denn der hier? Halbe Hinterwäldebude. So. Wäre natürlich cool, wenn das für alle zielen würde. Hey, er hat noch einen Job. Warte mal. Also ja, den Hauptjob. Haar. Was aber komisch ist, er hat auch eins, ist klar, aber was hat denn er dann noch wieder von den Nemis? Alter, kann auch sein, dass das der Ron, das kann ich wieder jetzt siehst, dass der das auf jeden Fall ist. So, lass mal kurz kicken. Please, baby, I know I was an asshole, okay? Just take one of my calls one day, okay? Okay. Nee, er hat nämlich nicht. Deswegen. Geht's denn hier raus?
weiß ich nur. Ich komische. Toll. Haben wir hier. Oh schön, wir haben ja gleich in der Nähe. Und dann können wir mal gucken, was Michael noch hat, ne? Franklin noch hat. Martin, hey, look. What have you done? What have you done? Where is she? She's safe. Look, I'm gonna find a way to make this right with you. That will take some doing. Ich weiß jetzt nicht, ob das abgebrochen ist, weil ich vom Moped gestiegen bin. Größe, hier, ich brauche mal hier. So. Damit das alles schick ist. Und dann mal gucken, wenn ich ihn ja guter Franklin noch hat. Ich hoffe nichts mit Job, weil irgendwie mit dem Hund, mit den Missionen oder mit den Sachen werde ich so warm. Jo, auf jeden Fall. Er braucht ja auch erstmal noch eine Kutte, ne? Ja, ist aber so klar. Hey, ist aber gleich in der Nähe. Habe ich nicht meine Karre hier? Habe ich überhaupt irgendwo hier eine Karre? Okay, sieht ja nicht so aus. Gut, aber auf Straße. Gucken wir uns noch an, was er schnell hat. Ich denke mal ja. Wenn ich denn jetzt mal einen fahrbaren Untersatz hier... Oh, Leute. Das ist nun nicht weit, ne? Tut mir leid. Tut mir leid. Tut mir leid. Aber ich muss zu meinem komischen, freaky Typen, ne? Mal schauen. Die anderen Missionen waren jetzt auch nicht so... haben jetzt auch nicht so lange gedauert, da... Sonst würde ich das nicht machen. Und ich will das jetzt machen, bevor ich mir halt wirklich... Bevor ich mir halt wirklich irgendwas hole, hier eine Weste hole. Das kostet ja auch Geld. Damit wir da für den, unseren eigentlichen Auftrag gut ausgestattet sind. Aber erst natürlich... Warte. Oh, Junge! Oh. Ja, ich weiß nicht, und die Kamera. Lass mich raten, er will irgendein Wolkenkratzer die Glasfassade so hochlaufen oder so eine Scheiße. Hä, wo ist denn der Mann? Och, jetzt bin ich umsonst hier hochgefahren, weil der da unten wie ein Schild oder was. Hä, hier geht's aber nicht rein. Ja, wie komme ich jetzt da hin? Oder ist das hier? Wo ist denn der? Muss der irgendwo hier drin sein oder nicht? Aber ich komme ja ins Gebäude gar nicht rein. Oh, sag mir nicht, der ist oben auf dem Gebäude. Oder geht das hier rein? Begib dich zur Spitze. Ja. Aber wie, Mann? Gibt's hier einen Aufzug? Weil das kann eigentlich nur sein, eigentlich bloß da... runterjumpen, oder? Gibt es hier einen Aufzug? Begibt sich zur Spitze, ja. Aber wie mache ich das? Maze Bank? Okay, hier ist ein Fallschirm. Muss ich das darüber machen? Ich gucke jetzt einfach mal. Ich bin ein bisschen gerade... Oder ich starte damit die Mission. Das kann natürlich auch sein. War aber jetzt nicht die Mission, oder? Also, mit Ron.
Also ich kann mir vorstellen, dass der, dass dem das gut gefallen würde. Ein bisschen schneller runter. Toll. Fehlgeschlagen, zu weit gelandet. Okay, dann war es das. Aber wie soll ich denn da hochkommen? Begib dich aufs Dach. Ja. Ich meine, mit dem Hubschrauber würde es gehen. Wir werden wahrscheinlich nichts anderes machen. Ja, okay, warte mal. Wie weit ist denn unser eigentliches Dings entfernt? Wo ist denn das da? Ach, da hinten. Ne, warte mal. Da muss ich ja schon mal. Wo haben wir hier einen? Da, Mann. Ammunition. Also, ich habe da jetzt keinen Aufzug, keinen gar nichts weiter gesehen. Aber um das jetzt nicht unnötig zu strecken, obwohl, warte, das mal aber Kilometer. Es ist halt ein bisschen komisch. Weil ja, wir waren da oben, aber wir waren gerade in einer anderen Mission, deswegen. Naja. Wir werden das auch noch machen, aber ich denke mal nicht, dass das weglaufen wird. Dass wir es immer noch machen können. Aber ich muss dann halt einfach mal gucken, wie weit wir im Spiel überhaupt sind, weil ich weiß, sobald so ist, dass wir dann wirklich so in die letzte Mission irgendwie reingehen, werde ich die Nebenmission dann nicht mehr so wirklich machen. Deswegen würde ich das ganz gerne vorher abfrühstücken. So, jetzt haben wir das. Dann würde ich sagen, switche ich mal. Oder ich switche mal zu ihm. Ich gehe mal zu Michael rüber. Und dann sehen wir uns mit dann dem großen nächsten Ding morgen wieder. Also vielen Dank fürs Zugucken und bis morgen dann. Ciao, ciao.